Liebes Usedomer Musikfestival, ich gratuliere euch zum 20. Geburtstag, wünsche euch alles Gute und noch ein langes Leben. Und vergesst niemals, Musik zu machen unter der Überschrift Soli Deo Gloria. Wir haben einiges erreicht, wir sind gewachsen, wir haben uns programmatisch auch weiterentwickelt. 2006 wurde das Festival auf 3 Wochen ausgedehnt und hatte dann wirklich jeden Tag Konzerte. 2006 war noch eine Ausnahme, aber 2007 waren dann 3 volle Wochen Programm. Und dann kam 2008 noch die Gründung des Orchesters dazu. Gleichzeitig mit dem eigenen Jugendorchester, dem Baltic Youth Philharmonic, wo wir sehr tolle Partner gefunden haben, ja, sind wir europaweit mittlerweile erfolgreich tätig. Wir werden mittlerweile schon fast neben Salzburg aufgeführt. Auch, sage ich mal, die Zusammenarbeit mit der polnischen Seite ist eigentlich auch immer sehr schön. Może być tak, to jest nasz wspólny festiwal, który również we wszystkich naszych materiałach promocyjnych, informacyjnych, we wszystkich kalendarzach kultury jest zapisany jako cykliczna impreza coroczna, na którą serdecznie zapraszamy również i naszych gości, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia. Ohne die ehrenamtliche Unterstützung von vielen, vielen Beteiligten vor Ort, Schloss Stolpe, wie viele Veranstaltungen haben wir alleine schon dort erfolgreich begleiten dürfen, geht nur mit diesen Partnern. Meine Hoffnung ist, dass dieses Kind, Usedomer Musikfestival, das aus der Taufe gehoben wurde, bereits ein stattlicher junger Mensch geworden ist, dass das weiter wächst und gedeiht. Natürlich ist es besonders gewesen für uns, unseren ersten Schirmherrn Kurt Masur, nach so langer Zeit hier auch als Dirigent zu haben beim Usedomer Musikfestival und ihn dann als Ehrenschirmherrn zu gewinnen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Wir sind verkörpern mit dem Usedomer Musikfestival die Insel. Und darum haben wir natürlich die ungewöhnlichsten Spielstätten. Der wichtigste Moment war dann einfach die Gründung der Konzerte in Peenemünde. Es ist einfach ein Ort, wo man sowas nicht erwartet. Der ist riesig. Peenemünde Konzerte, die uns eben auch ermöglicht haben, große Orchester einzuladen und auch das NDR-Sinfonieorchester hier zu binden. Also aus diesem Usedomer Musikfestival haben sich ja dann erst die Peenemünder Konzerte entwickelt. Das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Also dieser besondere Aufführungsort hier, die Turbinenhalle des Peenemünder Kraftwerks, das ja eigentlich gebaut wurde für eine militärische Anlage, produziert heute mit diesen Peenemünder Konzerten eine völlig neue Energie, nimmt eine positive Energie. Und diese positive Energie wird dank dieser Konzerte dann auch weit, und auch die Geschichte Peenemündes, weit über die Grenzen unseres Bundeslandes und der Bundesrepublik Deutschland hinausgetragen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die hier mitgewirkt haben. Und zwar ist das natürlich eine riesengroße Anzahl. Es fängt an beim Vorstand. Liebe Freunde, Mitarbeiter und Partner des Usedomer Musikfestivals, im Namen des gesamten Vorstands, im Namen des Teams und der gesamten Mitglieder möchte ich mich recht herzlich bedanken für 20 Jahre Treue, tolle Zusammenarbeit. Dazu gehören natürlich die Förderer und Sponsoren seitens der öffentlichen Förder und da auch besonders die Landesregierung. Ich danke nach 20 Jahren Usedomer Musikfestival vor allen Dingen der gastlichen Insel Usedom und den vielen Menschen, die uns in den Kirchgemeinden, in den Hotels, in den Galerien immer wieder helfen. Auch der Norddeutsche Rundfunk, ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre. Und der vielen privaten Sponsoren aus ganz Deutschland und darüber hinaus, die das hier mit aufgebaut und mitentwickelt haben. Da bin ich sehr drüber dankbar. Musik.